Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibel. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Schon seit unserem Einzug in den Bayerischen Landtag vor 13 Jahren fordern wir ein Lobbyregistergesetz sowie eine Modernisierung des Abgeordnetenrechts. Nach den Maskenskandalen haben wir den Druck auf unseren Koalitionspartner hier in Bayern abermals erhöht. Mit Erfolg. Endlich übernahm die CSU all unsere Forderungen und Ideen. Unser Einsatz und unsere Hartnäckigkeit haben sich also wieder einmal gelohnt. Und jetzt arbeiten wir mit Hochdruck an der Umsetzung unserer Vorschläge. Das Lobbyregistergesetz haben wir bereits in den Landtag eingereicht. Es steht kurz vor der Verabschiedung und ist ein echter Meilenstein bayerischer und deutscher Politik. Das neue Abgeordnetengesetz bringen wir diese Woche in den Gesetzgebungsprozess ein. Mit dem Gesetz wollen wir vor allem verloren gegangenes Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zurückgewinnen. Denn Vertrauen ist das Fundament der Demokratie und des Parlamentarismus. Es wird all jenen schwarzen Schafen das Leben schwer machen, die den eigenen Vorteil über das Gemeinwohl stellen. Allerdings bedeutet das nicht, dass wir Abgeordnete unter Generalvollendacht stellen. Denn die Abgeordneten arbeiten ehrenwert und mit großem Einsatz für den Freistaat. Mit dem Gesetz sorgen wir dafür, dass die Unabhängigkeit der Parlamentarier gewahrt bleibt. Dazu gehört die Möglichkeit, auch neben dem Mandat eine weitere Tätigkeit gegen Entgelt fortzuführen oder auszuüben. Allerdings im beschränkten Rahmen. Das schützt Abgeordnete vor Abhängigkeiten und ermöglicht gleichzeitig aber auch einen Wiedereinstieg in den Beruf nach dem Ausscheiden aus dem Landtag. Mit beiden Gesetzen schützen wir die bayerische Demokratie vor undurchsichtigen und dubiosen Einflüssen und sorgen für maximale Transparenz. Und die ist schließlich Voraussetzung dafür, dass politische Entscheidungen auch anerkannt werden. Mit unserem umfassenden Transparenzpaket sind wir Bayern wieder einmal Vorreiter und Vorbild für Deutschland und Europa. Etwas, auf das wir zu Recht stolz sein können. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibel. Freie Wähler Landtagsfraktion.